Ja, hol dir das mal. Haben wir eigentlich noch alles? Medipacks und Munition. Es gibt nämlich zwei Levels, wo wir ohne Waffen auskommen müssen. Mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Welcher Gegner stellt sich uns hier entgegen? Oh mein Gott, okay. Es müssen natürlich... Muss ja wenigstens ein Centaur dabei sein, ne? Und der eine Typ, der mit der Schrotflinte, der hatte ja auch nicht alle Tassen beisammen. Okay, Gegner Nummer 2 ist weg. Okay, okay. Alarmstufe rot. Ja, stirb. Du machst mir nur das Leben schwer. Ah. Das ist ja schon fast ein Vanilla-Gegner. Na, welchen gefährlichen Gegner haben wir hier? Ja, schon wieder ein Centaur? Warum sind die bloß hier so beliebt? Au, au. Ja, tschüss auch. Und bitte explodier nicht nochmal, einfach so ganz zufällig, wenn ich es nicht erwarte. Oh Gott! What the fuck? Was war denn das jetzt? Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ich sehe... Ja, das ist ein atlantisches Ei. Ach du Scheiße. Entweder ist da ein normaler Atlantea drin oder dieses, wie heißt das nochmal? Der Riesentorso. Das wäre natürlich mal auch interessant. Okay, das Ei ist geplatzt. Was? Oh, okay, ganz ehrlich, so langsam werden mir die Zentauren langweilig. Warum kommen die denn so oft? Okay, okay, komm, wir holen nochmal ein Medipack. Mach das Ding weg. Bye bye. Ei, und was sehe ich da? Das Secret. Na also, perfekter hätte es doch jetzt echt nicht laufen können. Es war wirklich nur ein einziges. Oh mein Gott, ich bin glücklich. Schauen wir mal, ob in der Grube, wo der Bär normalerweise wäre, ob da auch noch ein Centaur ist. Hoffentlich nicht. So langsam kriege ich Hunger auf neue Gegner. Kann von mir aus auch einmal Nattler erscheinen. Aber auch nur einmal. Weil zwei Nattlers auf einmal, ich glaube, das wäre ziemlich, ziemlich pervers. Und, ja... Lass mich raten, es ist wieder ein Centaur drin. Und was haben wir denn noch da? Ein Krokodil! Okay. Platzt doch dieses Ei irgendwann? Nein? Okay. Haha, doch. Und natürlich, es muss ein Centaur sein. Schon wieder. Bye, bye. Und hier haben wir noch ein weiteres Krokodil. Naja. Im Gegensatz zu dem Centaur ist das harmlos. Was für eine böse Überraschung ist hier? Nothing personal. Ach. Ja, ganz ehrlich. Es fängt mich tatsächlich an. Ein bisschen, wie sagt man... Ja, ich hab's schon gesagt. Irgendwie finde ich es so langsam ein bisschen langweilig, dass hier so viele Zentauren kommen. Na gut, das wird im nächsten Level hoffentlich behoben sein. Ey, was? Wieso trifft er mich von hier?
Nein, nein, nein! Oh, superklasse. Ja, okay, ich glaube, ich muss einfach ein bisschen weiter zurück, wenn ich diesen blöden schießenden Heini da ein bisschen entgehen will. Nein! Oh, verdammt! Ah, ich will keine andere Munition verschwenden. Mann. Ja, vielleicht kümmere ich mich auch erstmal um den, sofern es mir möglich ist. Oh, Mensch, Lara, spring! Oh, ey, muss die sich denn immer da irgendwie in dumme Kanten immer verbacken oder was? Ey, Mann. Ain't nothing personal. Oh, ist das... Was? Moment mal. Ausnahmsweise, ja. Weil, ehrlich gesagt, diese Kombination von Gegnern fängt an, mich echt aufzuregen. Du kannst mich mal... Ja, verrecke, danke. Sehr freundlich von dir. Wie viel habe ich denn noch? Na gut, 200 Schüsse habe ich jetzt dafür blechen müssen, aber ist soweit in Ordnung. Okay. Glück für dich, Krokodil, dass du kein Centaur bist. Weil dann hätte ich echt gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder ein Centaur. Ja, hätte ich einen Aufstand gemacht. Ach, warte mal, hier ist doch noch ein Gegner. Habe ich voll vergessen. Wehe, es ist ein Centaur. Okay, es ist der Idiot schon wieder. Oh nee, lass mich jetzt kein... Okay, doch. Ich benutze schnell ein Medipack. Für den Fall der Fälle. Ja. Ich spare jetzt Munition. Weil mir das lieber ist. Komm schon, beweg dich, Lara. Come on, come on, come on. Bye, bye, zum dritten Mal, weil du mich nervst. Und danke für die Schrotflinte. Okay, das war jetzt aber wirklich der letzte Gegner. In diesem Level. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Und mal sehen, welche Gegner wir im nächsten Level haben. Drei Tode in dem ersten Level, was eigentlich normalerweise das Einfachste ist. Ja, komisch, nicht? Aber dafür alle Secrets. Ui, wir sind im Palast des Midas. Das könnte lang werden. Wie viele Secrets haben wir hier? 4, okay. Werden wir hoffentlich fündig werden. Ach du liebe Zeit, es ist Pierre, aber mit Laras Kopf. Okay, das ist irgendwie bizarr. Ja. Leg dich schlafen, Lara Dupont oder Pierre Croft, keine Ahnung. Ich habe auch gerade gemerkt, dass... Ja. Also es ist mir im letzten Level klar geworden, ich habe ja beim Randomizer dieses Uncontrolled SFX aktiviert, aber nur für 7 Levels zum Glück. Ja, ich glaube, ich hätte mir das sparen können, weil auch ohne diese Option... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Halt die Fresse, ey! Das ist... Das ist doch jetzt so wahr. Scheiße, ey. Das ist einfach mal der verdammte Torso. Okay. Ich hab geahnt, dass das natürlich kommt, aber... Ach, das kriegen wir hin, meine ich. So. Wow. Okay, warte mal. Weiter zurück. Ach, du... Der quetscht sich da durch den schmalen Gang. Unfassbar. Ja, aber ich denke mal, das kriegen wir so eigentlich ganz gut hin. Aber trotzdem ist es gruselig, wenn es mir näher kommt. Mal sehen, ob das der einzige Torso ist, mit dem wir hier im Level zu kämpfen haben.
Wenn jetzt natürlich noch mehrere kommen. Oder mehrere auf einmal. Ja, dann... ja. Ist Kreativität gefragt. Ja, komm, das schauen wir uns mal jetzt mal noch an. Dieses Spektakel, wie er stirbt. Aber speichern zwischendurch. Schon bin ich 100 Kilogramm leichter. Weil ich keine Panik mehr schiebe. Und was sehe ich da oben? Ein Secret. Eines von vieren, ja. Mal sehen, wie wir da hinkommen. Mit wem haben wir hier zu tun? Ein Krokodil sehe ich schon mal. Und ein Löwe. Ja, das ist ja eigentlich schon fast normal. Und die Fledermäuse auch. Ui, was guckt denn da heraus? Ein Secret! Yippie! Oh, warte mal. Da oben? Ein Secret. Ja, das... noch eins, okay. Ich glaube, da kommen wir auch ran, ohne zu glitschen, zum Glück. Ah ja, ich lag richtig. Da ist tatsächlich ein Secret. Okidoki rein da. Er will hier Terror machen, eine Mini-Fledermaus. Ja. Ist ihm aber nicht gelungen. Ja, es rumpelt und pumpelt immer noch. Aha. Im Level sind auch Ratten vorhanden. Auch schon fast normal. Ja, und das Krokodil da hinten kommt irgendwie nicht vom Fleck. Hui, was haben wir da? Ein Secret. Ja. Jetzt müssten wir gleich alle haben, weil das letzte Secret ist ja jetzt greifbar nah. Die Mauer runterklettern. Und da hinten ist noch ein Bleibaren, den hole ich mir auch noch. Oh, geh weg. Ach, okay. Gerade noch heile davon gekommen. Aber auch nur gerade so. Und da ist auch noch ein Krokodil, ne? Ich hab's mir gedacht. Ein Teil von der Schnauze habe ich schon so um die Ecke gesehen. Oh, warte mal. Da komme ich, glaube ich, jetzt so nicht ran. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Eine Sekunde. Ich glitsche mich einfach nur mal gerade hier rauf, sofern das möglich ist. Hoffentlich. Ja! Supi! Dann müssen wir von hier oben irgendwie da runterkommen. Und... schauen wir nochmal ein Medipack für den Fall der Fälle. Ja, große Klasse. Das ging ja mal voll in die Hose. Moment. Ah, nee. Das ist ein bisschen schwerer, als ich dachte.
Ja, okay, jetzt ist wirklich. Jetzt weiß ich tatsächlich irgendwie nicht weiter. Da hinten ist es ein bisschen tiefer. Also zwischen. Ich probiere mal von da zu springen. Oh Gott. Was? Hä, was? Wie bitte? Was war denn das für ein alberner Tod jetzt? Bullshit, das ist Bullshit. Wie geht denn das bitte? Oh, shit. Ich kapier das nicht. What the fuck? Es ist einfach zu hoch. Selbst bei voller Energie ist einfach mal die Lebensenergie weg, aber wenn Lara tief fällt, dann müsste doch die Knochen brechen, aber nein, die landet so voll normal. What the freaking hell? Ey, das Secret bereitet mir jetzt immer ein bisschen Kopfzerbrechen, verdammt nochmal. Ja, so müsste es eigentlich aussehen. Komisch, komisch, komisch. Was? Hä, was? Jetzt hab ich's gepackt? Okay, irgendwas ich kapier das nicht. Ich bin überfordert. Mein Verständnis für Tomb Raider ist überfordert. Im Moment. Okay, wir haben's geschafft. Wir haben alle Secrets. Oh Gott. Und wir kommen sicher rüber. Okay. Okay, das war völlig überflüssig, das Springen. You firing at me? You firing at me, huh? Ain't nobody else here. You must be firing at me. Ja, jetzt bin nur noch ich hier. Ach du Scheiße. Es ist schon wieder Pierre, aber mit Laras Kopf. Kann ich ganz sicher mal schnell auf die andere Seite hüpfen? Hoffentlich. Ach ja. Okay. Oh nein, noch ein Pierre. Lass mich bloß vorbei. Okay, irgendwas dreht hier gerade extrem durch. Was auch immer dieses Geräusch verursacht. Ja, es sind natürlich die Fledermäuse. Was hätte es denn sonst sein sollen? Alter, nein. Wag es nicht. Ja, jetzt lässt er sich. Ach, doch, da. Nein! Boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Na, ist er denn jetzt wieder da? Ja, genau. Ich bin ganz sicher, diese Schlüssel werden wir in diesem Level nicht brauchen. Pierre Spare Key. Ja, was immer das bedeutet.
Aber es gibt auf jeden Fall kein Schlüsselloch dafür, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ah, Fledermaus? Wo? Ah! Nein! Das ist keine Fledermaus! Wie hinterhältig. Bin auf das Mir eiskalt. Bis auf das Mir eiskalt ist, weil ich. Oh, Moment. Bin gleich wieder da. Be right back. Ja, das hier ist jetzt der einzige Ort, glaube ich, wo jetzt noch ein Bleibarren sein könnte. Hahaha, wenn man vom Teufel spricht. Da ist er ja. Er mit dir. Ja, in der Richtung kann man auch einen Bleibarren auf die Goldhand legen. Du bist der letzte Gegner hier im Level. Und es war mir eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Nicht. Oh ja, noch mehr Medipacks, noch mehr Munition. Was will man mehr? Was ist das nächste Level? Ja, wir haben nicht alle Gegner erledigt, aber das ist okay. Ah ja, wir sind schon wieder ein Level zurück. Also, das Kolosseum,